was geht? Wir sind heute auf dem Dach, noch ein bisschen müde. Thomas und ich haben gestern einen richtig langen Roadtrip hinter uns gebracht. Es waren 8 Stunden ungefähr. Und zwar besuchen wir gerade einen deutschen YouTuber, er ist ziemlich bekannt. Ich bin mir auch sicher, die meisten kennen ihn. Und zeige euch jetzt nur mal den Garten, wie es aussieht. Und dann wisst ihr vielleicht schon Bescheid, vielleicht auch nicht. Oh. Also hier haben wir seinen Garten. Die Wäscheleine kennt jeder aus den Videos, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube nicht. Meinst nicht? Also ich dachte eigentlich schon, dass die Wäscheleine ziemlich bekannt ist. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, man kennt vielleicht das da rechts. Das rechts? Du meinst die Schaukel? Was auch immer das ist. Die Schaukel, mit der man in den Pool springen kann. Ha, könnte sein. So spätestens nachdem man die Schaukel gesehen hat, könnte man wissen, um wen es sich handelt. Für alle, die es jetzt immer noch nicht wissen, werden wir mal runterschauen, werden Hallo sagen. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, Thomas, aber hier auf der Treppe gab es auch mal ein Video. Da wurde eine Rutsche gebaut. Wen haben wir denn hier? Wir sind heute bei Max Moreno. Hallo Leute, was geht? Hey. Alles gut? Was steht heute an, Max? Was haben wir geplant? Also, wir werden heute diese Schaukel abbauen und mit zum Kanal nehmen. Und da werden wir dann ein paar Sachen ausprobieren, einige Videos drehen. Ja, ich glaube, der Tag wird ganz schön anstrengend, aber auch ganz schön cool. Ja, wir haben viel vor, viel geplant, aber es wird auf jeden Fall witzig. Bist du ready, Thomas? Ja, ich habe Angst, aber... Ja, ich kann es verstehen. Also, ich muss sagen, die Schaukel ist mir auch noch ein bisschen suspekt, aber das kriegen wir schon hin. Ja, Max zeigt uns jetzt mal, wie man das richtig macht. Er versucht jetzt... von der Schaukel hier in den Pool zu springen. Also ja, das würde ich niemals machen, aber er ist doch schon Profi. Ja, also Max hat das schon mal gemacht und ja, das schauen wir uns doch gerne mal an. Also die Jungs pushen sich jetzt hoch. Ja, man muss sagen, erster Sprung des Tages und Max springt gleich die riesige Gap. Es ist wirklich weit. Oh! Oh. Junge, er zieht durch. Wie krass ist das denn? Thomas, du bist dran. Nein, danke. Richtig krass. Richtig gut, Mann. Ich würde sagen, das war schon mal ein guter Start in den Tag. Erster Sprung absolviert. Ja, wir bauen jetzt noch die Schaukel ab und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns am Kanal. Wir legen los. Haut rein. Wir haben es geschafft. Die Schaukel ist abgebaut. Keine Schaukel mehr da. Ja, wir dachten erst, wir brauchen so eine Stunde, haben es dann aber doch innerhalb von 20, 30 Minuten geschafft. Der Transporter ist beladen. Schneid mich doch nicht ab. Ja, noch. Der Transporter ist beladen. Wir haben alles reinbekommen. Jetzt fahren wir los und sehen uns am Spot. Haut rein. Wir sind jetzt da. Hier wart ihr noch nie, oder? An dem Spot? Nee, also... Mit der Schaukel zumindest. Nee, noch nicht. Aber Leute, das wird richtig krass, glaube ich. Ich freue mich. Jawohl, Premiere. Freust du dich auch schon so aufs Aufbauen oder eher nicht so? Nein. Ganz ehrlich, das geht noch, aber später, wenn wir alles gedreht haben und die wieder also einräumen müssen, ne, das wird gut. Ja, da stimme ich ihm wohl zu. Bevor wir jetzt mit der Riesenschaukel loslegen, haben wir noch das Mini-Tramp aufgebaut. Werden jetzt hier den ein oder anderen Flip ziehen. Als erstes mache ich jetzt mal Vorwärtssalto mit 1,5 Schrauben. Und ich will das da ein bisschen steigern. Schau, wie viele Schrauben ich da raushauen kann. 1,5 sollten auch leicht drin sein. Wir legen los. Ich versuche jetzt nochmal eine Schraube dran zu hängen. Heißt Vorwärtssalto 2,5 Schrauben. Schätze ich es auch noch für. Warte so. Ja, ein bisschen zu viel Salto, deswegen leicht überdreht. Ich versuche jetzt einfach nochmal mehr Schrauben. Mehr Schrauben, weniger Salto. Schauen wir mal, was passiert. Also mindestens 3,5. Danke fürs Nassmachen. Ja, war nicht so gut. Ich versuche jetzt noch Doppelvorwärtssalto, halbe Schraube im zweiten. Hat auch gut funktioniert. Jetzt versuche ich die halbe Schraube im ersten Salto zu machen. Oh, geil, richtig schön. Und ich hab die Landung nicht. Und ich hab die Landung nicht drauf. Das war einfach komplett auf Rücken. Den machen wir gleich nochmal. Den machen wir echt gleich nochmal. Kannst du noch ein Stückchen? Ja, okay, na dann. Kannst du noch ein Stückchen? Du kannst noch ein Stückchen. Kannst noch ein Stückchen. Kannst noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Jetzt bist du aber gut drauf. Noch ein Stückchen. Das schneidest nicht rein. Das schneidest sowas nein, von rein. Das schneidest wirklich. Nein, wirklich.
Normal machst du sie einfach richtig schön mit Style und was war das bitte? Ja, die müssen wir gleich normal machen. Die Katze gerade, wie ihr gesehen habt, war nicht wirklich meine beste. Deswegen mache ich die gleich normal. Ja, viel besser. Also gerade mit der zweiten Katze war ich sehr zufrieden. Deswegen werde ich jetzt versuchen, noch eine Schraube dran zu hängen. Ja. Richtig gut. Schrauben waren clean, locker rum. Jetzt kommt noch zum Abschluss ein 1,5 vorwärts in den Seemannshecht. Anlauf ist da, Thomas, guter Anlauf. Jawohl, schönes Ding. Echt ohne Arme. Genug aufgewärmt, wir schauen rüber zur Schaukel. Jetzt wird's ernst. Ah, sehr akrobatisch, Max. Was machst du da? Wir festigen jetzt die Schaukel. Die Schaukel ist schon ewig am Start, aber leider nicht zum Festmachen gehabt. Ja, das Problem war einfach, dass sie saumäßig gewackelt hat ohne Befestigung. Deswegen jetzt die Spanngurte am Start. Erste Runde, Max, zeigt uns mal, wie es geht. Thomas, pass gut auf. 6 Stunden später. Bring jetzt. Wie weit einfach. Richtig gut. Ihr seid aber jetzt dran, Jungs. Ja. Was kannst du uns empfehlen? Worauf müssen wir achten? Dass ihr den Schwung mitnimmt, ne? Wenn ihr den Schwung nicht mitnimmt, kann das sein, dass die Schaukel euch... Ah, okay. Das wollen wir nicht, oder Thomas? Also ich will das nicht. Schere, Stein, Papier, wer anfängt von uns? Ist das eine Rede? Yes. Oh Mann. Oh, Gott sei Dank. Was würdest du empfehlen? Ein Backflip. Ein Backflip, okay. Wieso? Weil das am leichtesten vom Absprung ist, glaube ich. Okay. Man springt einfach rückwärts. Aber Dann höre ich mal auf Max und versuch's mit einem Backflip. Ich will auf jeden Fall langsam, ich will mich rantasten, weil ich echt Respekt habe vor dem Teil. Ja, der war gut. Erster Versuch, Backflip hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich glaube, vom Absprung habe ich nicht perfekt erwischt. Ich habe Max und die Schaukel ein bisschen, glaube ich, gedämpft auch. Hätte mehr Schwung mitnehmen können, aber ja, für den ersten Versuch bin ich wirklich zufrieden. Du bist dran, Thomas. Oh oh. Viel Glück, Thomas. Tu dir nicht weh. Komm, Thomas, gib Gas, Junge. Und jetzt? Wow. Hat sich schon gut angefühlt, also da geht auf jeden Fall. Schau mal Max an. Er ist einfach komplett raus, der Junge. Wow, was ein Auerbach! Unsere erste Runde rückwärts hat eigentlich ganz gut geklappt, beide recht gut eigentlich rumgekommen. Jetzt versuchen wir es mal vorwärts, also vorwärts rauskommen. Ich werde es mit dem Barani versuchen. Ich denke ich auch. Haut rein. Haut rein. Ich glaube, ich gehe gleich vorwärts. Der nächste. Ich will mit beiden Beinen abspringen, ne? Ja, der war nicht sehr optimal. Ich habe kaum Schwung bekommen. Ich musste das abgewöhnen, dass ich da rausdrücken will. Ich will immer abspringen, aber das ist hier gar nicht so gut. Probier du mal, Thomas. Ich sag dir, nicht abspringen. Lass dich rausschieben, meinte Max. Funktioniert am besten. Nice. Max braucht keinen, der ihn anschubst, der macht das einfach selbst. Wie war dein Gefühl beim Barani? Ganz okay, eigentlich nicht so schlimm, wie du es mir beschrieben hast. Aber ja, rückwärts war irgendwie lustiger. Also, ich mache jetzt nochmal rückwärts und ich versuche 2. Habt ihr gehört? Er macht 2 Saldos. Jetzt, gell? Ja. Ja! Wow! Ich bin echt überrascht. Doppel war ziemlich locker. Ich bin wieder nicht gut raus, aber dafür doch ganz gut rum gewesen. Bin gespannt, was da heute noch so gehen wird. Ich versuche jetzt mal ein Seemannshecht, also wieder vorwärts abgesprungen. Und wir werden sehen, ob das gut geht. Hecht ohne Arme. Max, schieß den bitte ans andere Ufer. Hau den mal jetzt richtig raus. Da hinten soll er landen. Tschüss, Thomas. Ah, kein Seemannshecht. Yes. Boah. Ich finde, man erkennt bei Max und uns schon noch einen deutlichen Unterschied an der Technik. Das stimmt. Ja, Max macht das richtig gut. Kann man nur zustimmen. Ja, er kommt einfach so hoch raus. Er lässt sich einfach rausschieben. Das müssen wir noch lernen. Seemannshecht hat jetzt gerade nicht so gut funktioniert, aber ja, Katze war auch lustig. Also ja, hat gepasst. Doppelrückwärts ging eigentlich recht easy, deswegen versuche ich jetzt doppelrückwärts mit Schraube. Mit Schraube. Yo. Bissl auf Rücken. Landung super clean.
fast nicht auf Rücken. Nee, Spaß beiseite. Also ja, es ist für mich unglaublich schwer zu wissen, wie hoch ich da noch bin. Du kommst immer unterschiedlich raus. Von dem her kannst du das mit der Höhe schlecht abschätzen. Ich dachte mir, ich muss richtig ziehen. Ja, hat dann doch zu viel Zeit, bin. Dachte mir, legst du dich halt auf Rücken. Angenehm. Okay, jetzt. Jawohl, da hat das jemand echt endlich geklappt. Easy war der. Was kommt jetzt? Ja, der Doppelmitschraube ging ja auch ganz gut. Ich werde jetzt einfach versuchen, Triple zu machen. Ich ziehe einfach durch und soll schon rumgehen. Also. Sollte rumgehen. Jawohl. Oh, Junge. Ich habe den Schwung wieder richtig schlecht genommen. Ich glaube wirklich, wenn ich den gut erwische, schön hoch rausgehen würde. Du bist richtig weit nach hinten gekommen. Ja, das ist es. Wenn ich in die Höhe springen könnte, würde da mehr gehen, aber wie gesagt, für mich, für die ersten Sprünge, also ich bin super zufrieden. Ey Leute, ich springe jetzt über das Boot. Ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön. Die Jungs am Schaukeln, Boot kommt. Easy. Yes. Wir nehmen euch jetzt noch mit der GoPro mit, dass ihr mal seht, wie das für uns aussieht. Einmal aus der Sicht des Federnden und einmal aus der Sicht des Springers. Okay, na ja, tschüss. Das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Wir hoffen natürlich, dass es euch wieder gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch da lassen, was in die Kommentare schreiben. Schaut auf jeden Fall bei Max vorbei. Super dankbar, dass ihr ja, das machen durften. Und danke, auch dass ihr gekommen seid. Danke. Schaut euch seine Videos an, die er davon gemacht hat, von dem Wochenende. Abonniert, falls ihr noch nicht habt, und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!